Ja, und damit willkommen bei Let's Play Tomb Raider 2. Überraschung, ja. Ich muss jetzt erstmal ein kleines bisschen was aufarbeiten, denn ich spiele das Ganze jetzt schon zum zweiten Mal, was man auch ganz gut daran sieht, dass hier ein Haufen Save Games sind. Liegt einfach daran, dass ich das Ganze schon einmal exakt genauso gestreamt habe und einen Haufen Bugs hatte und Probleme und alles andere. Und ja, wir spielen das Ganze jetzt neu, weil ich das mit diesen ganzen Bugs einfach nicht anbieten möchte. Ich hoffe, dass sich das Ganze jetzt normalisiert hat und es sollte auch alles auf Deutsch sein. Das ist zumindest der Plan. Hoffen wir mal, dass es auch so ist. So, die ganzen Safe Games können wir jetzt einfach mal getrost ignorieren. Ich weiß nicht, fängt ihr jetzt bei 0 an? Nein, okay, es ist ein komplett neuer. Also, es ist. Das zählt einfach weiter, okay. Ja. Was gibt's zu sagen? Zwischendurch werde ich eventuell auf Englisch reden. Wundert euch nicht, warum. In sehr schlechtem Englisch, wenn wir ehrlich sind. Liegt einfach daran, dass ich hier gerade im Stream bin. Also ich nehme das Ganze hier im Stream auf, falls ihr mal live zugucken wollt, wie ich hier Tomb Raider spiele. Geht einfach auf Twitch. Schamlose Eigenwerbung, so ist es, so passt es gut. Ja. Und ja, wir spielen das Ganze hier halt, wie gesagt, im Stream. Das war ja ein wunderbarer Move. Und da ist ein. Was soll denn das? Würdest du bitte die Katze erschießen? Was soll denn das? So. Ja, und hier im Stream sind halt auch Leute, die teilweise Englisch reden. Dementsprechend wundert euch bitte nicht. So. Your stream is not boring. Thank you. This is very kind of you. This game looks 50 years old. It almost is. Nein, ist es nicht. Ich glaube, das ist von 1998 oder so. Und ich lieb's. Es ist tatsächlich auch mein Lieblingsteil der alten Tomb Raider-Teile, muss ich sagen. Ich würde sogar sagen, ach, Tomb Raider 4 war auch geil. Das müssen wir auch nochmal im Stream spielen. Also, falls euch das interessiert, das gibt's hier dann auch wahrscheinlich demnächst. Ja, ich brauche gerade erstmal Urlaub von allem Möglichen. Deswegen spiele ich dieses Spiel. Nein, Spaß. Das ist, sowas spielt man nicht, wenn man Urlaub möchte. Deswegen, ja, wir gucken einfach mal, was es so gibt, was wir so tun können. Und hier ist ein Secret. Ich versuche alle zu bekommen. Kein Plan, ob es funktioniert. Ich liebe es einfach nur, dass sie Aha sagt, dass man es gut hört und dass der Sound nicht mehr verbuggt ist. Das gibt mir schon genug, wenn ich ehrlich bin. Und ja, ich hoffe, ihr habt Bock. Ich habe es. Und ja. Ich werde übrigens sehr, sehr oft speichern. Ich hoffe, ich habe jetzt alles erklärt, was ich erklären wollte. Wahrscheinlich habe ich die Hälfte vergessen, aber ich habe es immerhin versucht. Und das reicht. So, ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist, was ich tue. Ja, das war richtig. Wunderbar. So, und einmal hier hoch. Und wir speichern direkt nochmal. Die große Mauer. Wir sind also gerade in China. Überraschung. So. Oh nein. Hilfe, damit habe ich nicht gerechnet. Ihr solltet auch, genau, ihr solltet auch die Balken oben rechts sehen und oben links. Rechts ist für Luft, links ist für irgendwas anderes. Wundert euch nicht, wenn ich hier manchmal so rumlaufe, als würde ich das Spiel kennen und genau wissen, wo alles ist. Ich kenne dieses Spiel und weiß, wo manches ist. Ich habe das früher tatsächlich sehr, sehr oft gespielt. Und deswegen weiß ich halt so ein bisschen was, ne? Also alles weiß ich nicht, aber vieles weiß ich. Und ich habe das Ganze ja auch erst kürzlich nochmal gespielt. Dementsprechend weiß ich da auch nochmal ein bisschen mehr. So. Deutsche Sprache, schwere Sprache. So ist es. Ah, stimmt, hier waren die Geier, ne? Ich erinnere mich. Stirb. So. Wait, I should message my special friend with the number I got to prank people. Yes, do that, have fun on this. And yes. Ich hafte für nichts. Das möchte ich nur mal ganz kurz erwähnen. Ja, also ich habe damit nichts zu tun. Wunderbar, Lara, wirklich. Ich bin stolz auf dich. Hast du wunderbar gemacht.
Now, what should I message him? I don't know. Ich habe da gerade schon was gehört. You should say to him that he's hunted by a tiger, like Lara is. Ich wette, sie ist nicht nur von einem Tiger gehauntet. Sie ist gehauntet von jedem, der jemals mit ihr zu tun hatte. So. Ach, ist das schon lustig. Also ich liebe das Spiel halt wirklich. Bear Sand, oh no. Oh no, das klingt schon wieder merkwürdig. Wir kriegen hier jetzt einfach so Prank-Call-Informationen im Chat. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber wie gesagt, ich hafte für nichts, ich bin für nichts verantwortlich, von daher, andere Menschen können tun, was sie wollen. So. I don't know what he will say. Same. Ich weiß es auch nicht. Ja, ich habe auf jeden Fall richtig Bock, muss ich immer noch sagen. Ich muss einmal ganz kurz gucken. Nee, das sehe ich ja sowieso jetzt gleich. Wie heißt dieser Schlüssel? Wachstubenschlüssel. Okay, interessant. So. Waren hier nicht genau, hier waren die Spinnen. So. Ich höre immer noch irgendwo eine. Hier brauchen wir wieder einen Schlüssel. Ich glaube, ich weiß sogar, was zu tun ist. Denn ich habe das Ganze erst letzte Woche gespielt. Naja, letzte Woche, das ist, glaube ich, 2, 3 Tage her. Also, ja. Wäre traurig, wenn ich das jetzt nicht wüsste. Und das hier erinnert mich irgendwie, das habe ich in der letzten Aufnahme halt auch gesagt, wie etwas, wo man so reinfassen könnte. Sowas gab es, glaube ich, in Tomb Raider 4. Deswegen ist es ein bisschen sad, dass es nicht sowas ist. Ja, Lara, das hast du wieder wunderbar gemacht. Ich bin stolz auf dich. So, ich speichere einmal. Ich denke nicht, dass sie das schafft, sich daran festzuhalten. So ist es. Überraschung. So, schauen wir mal. Ich denke mal auch, wir werden jetzt. Ich denke auch mal, so, das ist grammatikalisch korrekt. Ich werde das Ganze hier jetzt, also den ersten Level, relativ schnell durchkriegen. Weil wir haben halt eben, wie ihr schon gesehen habt, bei Venedig aufgehört. Kleiner Spoiler, das ist der nächste Level. Wie es dazu kommt, werden wir aber noch gleich erfahren. Und dieses Mal hoffentlich ohne Bugs. So, rostiger Schlüssel, steckt das Ding da rein. Könnte man jetzt falsch verstehen? Ja. Hilfe, Spinnen. So. Lara findet wieder was, sagt sie. Aha. Ja, ich lieb's. Ich lieb, wenn sie das sagt. I messaged my American special friend. Oh no. Ich muss einmal ganz kurz gucken. Geht hier noch irgendwas? Moment, da ist halt was offen, aber ich meine nicht. Wir können es probieren, aber es dürfte eigentlich nicht funktionieren. Oder? Vor allem, was soll da sein? Nee, das ist zu hoch. I just said, why are you so strange? Okay. Da würde ich ja jetzt nicht unbedingt irgendwas Freundliches antworten, wenn ich ehrlich bin. So. Hilfe, ein paar Fallen. Das klappt ja schon mal soweit ganz gut. Ich muss halt sagen, der Venedig-Level war immer so mein Lieblingslevel. Dementsprechend freue ich mich da halt schon besonders drauf. Und ja, ihr werdet auch noch sehen, warum Lara geht da einfach in die komplette Eskalation und das liebe ich. Sage ich, wie es ist. Deswegen, das wird noch gut. So. Ich speichere einmal ganz kurz.
Hier geht's jetzt los. Stimmt, ja. Ich erinnere mich. Rennen. Ich lasse die Munition nicht zurück. Oh no. Oh nee, sie ist gestorben. Och nö, wie knapp das einfach war. Aber ja, ich bin halt sehr, sehr seitlich daran gegangen. Das will ich jetzt nicht nochmal hören. So, jetzt musste ich erstmal was trinken. Ich sitze jetzt wieder mit meinem Maß voll mit Orangentee, glaube ich. Den habe ich letztens aus Versehen gekauft und der ist eigentlich ziemlich lecker, wenn ich ehrlich bin. Also ich war selbst überrascht, dass der so lecker ist. Hätte ich irgendwie nicht mitgerechnet. Kann euch nicht mal sagen, warum ich damit nicht gerechnet hätte. Ich mag eigentlich Orangen. Oh, das wird wieder knapp. Ja, sie ist wieder tot. Ach, wie nervig. I don't know what to say to my special friend. Say that with the tiger. He's hunted by a tiger. Sehr kreativ von mir, ich weiß. Boah, dieser Orangentee ist echt geil. Ich bin immer noch voll überrascht, dass der so geil ist. Ach komm, wie knapp das einfach war. Ich glaube, wir könnten dem sogar entgehen, wenn wir einfach ein Medipack benutzen. Aber ich bin wieder hart geizig, dementsprechend tue ich das nicht. Naja, gut, jetzt schon. Aber ich bin halt sehr, sehr geizig in Medipacks Worten. Kann man das so sagen? Ja, ich denke schon. Ich denke mir immer so, wir brauchen die noch. Vielleicht war das relativ schlau, was ich gerade getan habe. Vielleicht auch nicht. Erstmal natürlich speichern, aber es geht hier jetzt tatsächlich auch gleich weiter, soviel ich weiß. Hi. So, jetzt müssen wir mal gucken. Okay, hier war es das jetzt aber. Kann ich hier noch weiter runter? Nein, kann ich nicht. Ich habe schon einmal überspeichert. Wunderbar. Ja, das hasse ich so ein bisschen an dem Spiel, dass man es am Ende dann halt nie sieht. Aber ich liebe es, dass man halt so oft speichern kann, wie man will. Das ist einfach so das Beste. So, wir sind in der Aufnahme jetzt auch erst bei 15 Minuten, also nicht mal 15 Minuten, und wir haben die Level eigentlich schon fast durch. Also wir werden gleich, ja, hier ist halt wirklich nicht mehr viel. Ihr werdet es gleich sehen. So, okay. Eigentlich sollte man jetzt einfach mit dieser Seilbahn fahren. Ich tue das natürlich nicht, denn ich weiß, was hier abgeht. Ich kenne dieses Spiel. Ich werde aber mal ganz kurz, ich setze mich mal ein bisschen anders hin, da bin ich mir so ein bisschen bequemer. So, okay, so ist so besser. Ich hoffe, man hört mich so noch ganz gut. Sollte man. Jetzt sitze ich hier so ein bisschen zurückgelehnt. Habe ich gerade schon gespeichert? Ich weiß es nicht, aber ich tue es einfach nochmal für meinen inneren Seelenfrieden. War das hier? Es müsste. Ja. Okay, dann gehe ich ja einmal zurück. So. Und so. Übrigens, eventuell muss ich zwischendurch Cutscenes auf YouTube einschneiden. Ich hoffe, ich vergesse da keine. Denn mein Spiel ist halt nach wie vor immer noch ein bisschen buggy und gerade die Anfangs-Cutscene fehlt komplett. Das heißt, die habe ich mir irgendwo ausgeliehen. Fragt mich nicht wo. Irgendwo habe ich sie ausgeliehen. Ich werde es auf jeden Fall in der Beschreibung verlinken. Dann wisst ihr, wo ich sie ja ausgeliehen habe. Vor allem ausgeliehen. Ich habe sie wahrscheinlich ganz dreist geklaut. Denn ich werde sie ja nicht zurückgeben. Oh, das war dämlich. Nee, das gebe ich mir jetzt nicht, wie sie da runterfällt. Da habe ich keine Lust. I sent someone a spam message. Why did you do this?
Because why not? Because it's stupid. It's so random. Ja, ne, ich gehe jetzt auch wieder super lustig die ganzen Sachen runter. It's random. Yes, it is. But, ja, I don't know. I don't know what to say. Mir fehlen die Worte. Oh nein, Hilfe, was ist das denn? Ist das ein Dinosaurier? Oh nein. Hören Sie bitte auf, mich essen zu wollen. Vielen Dank. Stirbt der jetzt endlich? Wunderbar. It's random, that's the point. Wie gesagt, ich übernehme keine Haftung, ne? Ich sag's, wie es ist. So, hier findet man schon mal coole Sachen. Ich bin eigentlich immer geizig, ne? Und nehme eigentlich immer die Pistolen, weil wir hier halt einfach unendlich Munition haben. Aber ich bin auch ein bisschen faul. Ich faule Sau. So. Hackfleisch. Wie das aussieht, wenn der einfach so in tausend Teile zerfällt. Ich lieb's. Ja, ich denke, das war's hier auch schon. Ich speichere nochmal. Und dann verlassen wir jetzt diese Schlucht und gehen wieder nach oben. Wir sollten jetzt auch alle Secrets haben, oder? Ich denke schon. Benötigte Zeit 15 Minuten. Ich bin stolz auf mich. Der Plan ist auch tatsächlich heute nicht ganz so lang zu streamen. Also eigentlich wollte ich so 2 Stunden machen. Das wären jetzt noch 1,5. Das ist eigentlich schon relativ lang. Wir gucken einfach mal, wie ich vorankomme. Und wenn ich vielleicht keine Lust mehr auf die alte habe, dann höre ich einfach auf. Sag's, wie es ist. Übrigens fällt mir gerade auf, dass wir hier im Spiel gerade keine Alerts haben. Ungünstig. Aber ich könnte die eigentlich später noch drüber ziehen. Ich mache das gleich mal einen Moment. Wenn wir oben sind, dann mache ich das kurz. Aber dazu muss ich halt immer aus dem Spiel raus. Und dann habe ich immer Angst, dass Lara stirbt. Eine durchaus berechtigte Angst, meiner Meinung nach. So. Wunderbar. Ich mute mich einmal und ziehe einmal die Alerts nach ganz oben, so. Okay. Sollte jetzt funktionieren. Ich hoffe es zumindest. Ja. Eigentlich müsste ich für die alten Spiele eine neue Szene erstellen, denke ich mal. Ich denke, das ist schlau. Vielleicht mache ich das bis zum nächsten Mal oder so, weil jetzt ist das einfach nur in einer Szene von mir drin, Entschuldigung. In einer Szene von mir, die ich halt für normalerweise für die leisen Sachen benutze. Aber ich kann das eigentlich einfach alles rauskopieren und eine neue Szene benutzen. Hui. Ich liebe dieses Spiel. Ja, würden Sie dies bitte unterlassen? Ich bin fast tot. Ich nehme einfach mal ein großes. 1 minute. Have fun in your minute. Oder so. Unterlassen Sie dies bitte. So. Weg mit dem Viech. Eigentlich hätte ich jetzt kein Midi-Pack mehr benutzen sollen. Der Level ist hier schon vorbei. Warte, ich muss speichern. Ich muss speichern. Hoffen wir auf keine Bugs. Das hört sich aber schon mal gut an. Oh, Verzeihung. Vielleicht wollten Sie mir ja nur die Tür öffnen. Mit einer Maschinenpistole am Schlüsselbund. Jetzt nicht mehr. Also nach Ihnen. Irgendwie benehmen Sie sich nicht gerade wie eine Mönch.
Dieses Irgendwie spricht wohl für mich. Erzählen Sie mir mehr über den Dolch von Xian. Ich würde Ihnen Ihr Leben schulden. Diese Türen warten auf den einen und auf die richtige Zeit. Dann belohnt die Klinge des Dolches die Herzen jener, die glauben. Wenn Sie also nicht auch Treue schwören. Und wem gegenüber wäre die? Auf die Sünden und Reichtümer von Marco Bartoli. Vielleicht warte ich damit noch. Aha, Gianni Bartoli, Via Caravelli, Venedig. Juhu, keine Soundbugs, ich lieb's. Ich bin echt ein bisschen glücklich. Ja, Überraschung, wir sind in Venedig, damit hätte ich nicht gerechnet. Oh, ja, ich freue mich sehr. Und wir schauen mal, was jetzt in Venedig so geht. Ich muss einmal gucken. Nee, mein Leben ist komplett aufgefüllt. Das war eigentlich klar. Wieso hat sie eben nicht die Maschinenpistole abgezogen?